Im heutigen Video möchte ich euch etwas über Webtoon und deren Top-Reihe Doombreaker erzählen. Jedoch vorerst erstmal zu Webtoon. Webtoon ist die Nummer 1 der Internetseiten, um Comics, Manga und Manhwa online zu lesen. Mit ihrer simplen Scroll-Funktion hat man die Möglichkeit, seinen Manhwa unkompliziert auf der App oder auf der Website zu lesen. Es gibt sehr viele Vorlagen zu verschiedenen Hitserien auf Webtoon und man kann diese nicht nur lesen, sondern man hat auch die Möglichkeit, seine eigenen Kreationen dort legal zu veröffentlichen und somit vielleicht auch irgendwelche Erfolge zu bekommen. Jetzt aber zu Doombreaker. Doombreaker erzählt die Geschichte von Sepia, der letzte Mensch, der überlebt hat. Für ein bisschen Kontext, der Dämonenlord, er ist der absolut krasse Dude überhaupt, hat die ganze Welt oder die ganze Menschheit ausgerottet. Nachdem also Sepia seinen letzten Kampf verloren hat gegen den Dämonenlord, schlägt dieser aber ihnen einen Deal vor. Was der Dämonenlord möchte, ist, dass Sepia auf die Knie geht und um sein Leben bettelt. Aber Sepia geht diesen Deal nicht ein. Und jetzt geht er seinen letzten Schachzug ein. Er streckt seine Hand zwar aus, um den Deal einzugehen, aber das Ganze macht er nicht. Und zwar explodiert er mit einer mysteriösen Kraft von einem Charakter, den wir noch gar nicht kennen. Und dadurch, dass er explodiert ist, schafft er es oder will er es schaffen, nochmal ordentlich Schaden anzurichten. Der Dämonenlord verliert aber jedoch nur einen Arm von sich. Es sieht wohl so aus, als wäre es das Ende für die Menschheit. Und der Dämonenlord ist richtig mad, weil er das erste Mal in seinem Leben Schaden bekommen hat. Sepia wacht also plötzlich an einem mysteriösen Ort auf und er weiß nicht, wo er ist. Wir wissen es auch nicht. Und eigentlich sollte er doch tot sein, oder nicht? Und keine Sorge, es ist nicht euer typischer Isekai, yo, ich bin überfahren worden, ich bin jetzt ein Schleim. Sepia ist der gleiche wie immer und sogar vollständig geheilt worden. Und plötzlich taucht eine wunderschöne Frau auf. Und wir wissen beide nicht, wer sie ist, bis sich herausstellt, dass es eine sehr overpowerte Göttin ist. Sie bietet Sepia also kurz gesagt an, in der Zeit zurückzureisen, um eine weitere Chance zu haben, gegen den Dämonenlord zu kämpfen. Wieso aber eine zweite Chance bekommt, hat er sich dann auch gefragt. Und das ist ja natürlich auch verständlich. Die Göttin antwortete darauf, dass er die Götter gut unterhalten hat. Das war also nur eine Show für die Götter und haben zugesehen, wie die ganzen Menschen ausgerottet wurden. Als Sepia das hörte, wurde er richtig, richtig sauer und stürmte auf die Göttin los, hat aber keine Chance, weil sie ihn easy geklappt hat. Er hat sich also beruhigt und ist den Deal eingegangen und meinte auch, wenn ich euch dafür eine Show bieten muss, mache ich das. Nachdem er das sagte, wachte er wieder auf, genau 10 Jahre in der Vergangenheit, als Sepia noch ein Sklave war. Jetzt sehen wir zu, wie unser Hauptcharakter auf Solo-Leveling-Style übel OP wird. Durch all sein Wissen, was er vorher schon hatte und durch die Hilfe der Göttin, die es ihm ermöglicht, verschiedene Abilities freizuschalten, wird er also übel stark und versucht, den Dämonenlord zu bekämpfen. Wenn ihr also sehen wollt, ob Sepia es schafft, den Dämonenlord ordentlich die Fresse zu polieren, oder ob es doch das Ende der Menschheit ist, müsst ihr diesen Manga unbedingt lesen. Für Leute, die Solo-Leveling mochten, ist es ein absoluter Must-Read. Und dass die Zeichnungen übel godlike sind, pun intended, muss ich ja gar nicht erst erwähnen. Ich meine, das habt ihr die ganze Zeit über gesehen. Und damit, ciao!